So. Okay, dann müssen wir mal den Weg hier entlang gehen. Was haben wir jetzt Erfahrung bekommen? Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greif nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Hätten wir unser Ablenkungsmanöver quasi auch schon parat. Und auf geht's. Dass wir denn einiges klettern wird. Hä, das war doch. So, dann halt so. Wenn nicht so, dann so. Aber das klingt wie, als würden hier Leute marschieren. Kennen wir irgendwo her. Wir noch wirklich irgendwer. Au. Das kennen wir auch irgendwoher. Angst, dass uns gleich irgendetwas passieren wird. Hm. Zumindest sind wir nicht tot. Zumindest müssen wir auch nicht wieder in einem Blutsee baden. Zwischen Leichen. Eng. Die ganzen. Aber die sind Angst. Das sind nämlich verdammt viele. Oh. Hi. Hätte er dir am Mund rum. Du solltest deine Zähne mal putzen. Halle der Wächter. Schön für die Halle der Wächter. Jetzt so von oben. Hier gibt's nichts. Müssen halt unbemerkt hier lang kommen. Betonung auf unbemerkt. Das könnte wehtun, wenn wir sowas abbekommen. Es sind so viele. Wie will man ein etwas, das Unsterbliches, töten? Mit Pfeil und Bogen. Quasi. Nicht mal Giftpfeile würden die aufhalten. Wir sind ein Haufen Lager. Das macht mir Angst. Hier sind wir voll. Gehen wir mit. Hier ist sonst noch was. Merkt, dass wir uns für den Krieg rüsten. Wir haben Boote? Was? Mist! Die haben Boote. Nein. Du siehst die Hand nicht.
Ist keine Hand. Er hat die Hand nicht gesehen. Hand ist nämlich viel zu handig. Ist hier hoch? Nein! Hast du nicht? Er leuchtet aber schön. Man kann ihn nicht töten. Können wir nicht ausnehmen? Boom. Au. 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 Denn die leuchten so schön. Au. Au. Stipp. Stipp, bitte. Die können wir ausnehmen. Nö. Hä? Ich bin langsam echt schmerzhaft. Oh, hi du. Explodiert einfach nicht. Irgendwie hat's ihn gerade getötet. Mitnehmen. Jetzt riecht die doch schon. Wusste es doch. Nein. Ich dachte, die wären unsterblich. War ich doch gerade gar nicht. Was ist jetzt gemein? Wo ist das?
schon. Böses blaues Feuer. Es sieht cool aus, aber es ist böse. Ich bin noch voll. Ja. Noch voll. Nee, was klüger ist, unten oder oben lang. Hier kommen wir, glaube ich, noch gar nicht lang. Okay, hat sie erledigt. Kommen wir hier lang? Aber hier ist was. Das ist ziemlich merkwürdig. Es weist skytische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein. Unmöglich. Hm. Keine Ahnung, was sie mir damit sagen will. Mitnehmen. So. Nach runter, so gehen wir das. Anker Selbstmord. Bisschen hoch. Nicht hoch. Hat sich gerade festgebackt. Dass unser Interhaken war ihm einfach zu viel. Hm. Gehen wir hier durch. Sie einen Weg in die verlorene Stadt Kiki. Ah, leer. Ist das nicht schon die Stadt? Leben und Todpack, okay. Verlorene Stadt. Das war aber ein schneller Weg. Lara! Sie dürfen jede Minute durch das Eis brechen. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Hallo? Wir haben genügend Pilze mit, das sagt er schon. Glaube ich aber wohl kaum. Man kann nie genügend Pilze haben. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Würde ich sagen, müssen wir uns wahrscheinlich dahin begeben. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesch sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Der letzte Mann, einziger Überlebender, Trinitys Abgesandter bei den Mongolen, den Kampf überlebt. Anscheinend haben sie die Fahrt. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe,
Aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss. All diese Erfahrung, dieses Wissen. Es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher. Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Da hat sie recht. So, wir sind ausgerüstet. Auf geht's. Gehen wir damit hin. Dahin. Hat ein weiter Weg. Alarmglocken. Die sollte ich ausschalten. Welche? Wo? Wie? Was? Die Alarmglocke nicht gesehen, tut mir leid. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Sind denn hier Alarmglocken? Die jetzt wirklich voll nicht gesehen. Das macht mich jetzt stutzig. Hier lang. Wie sieht's aus? Sind die Alarmglocken alle schon im Eimer? Wer hätte das gedacht? Gleich da, oder? Oh. Komm schon. Okay. Okay. Oh, schon. Frage ist, wie komme ich da hoch? Hochkommen.
So geht's auch. Nein! Ich muss doch irgendwie da hochkommen. Frage ist wie? Geh mal den Weg. Komm schon. Komm nicht hoch. Dann halt hier hoch. Muss irgendwie da auch kommen. Oh. Wird das nix. Hä? Ich hab da. Oh. So, Nummer 1. Komm schon. Haha, jetzt habe ich den Weg gefunden. Ah, geh weg. Will ich nicht hier hoch? Ach, da. Okay. Hey, jetzt sehe ich's. Okay, okay, ganz ruhig. Nein! So. Ab. Hoch. Kann ich ja lange den Weg suchen, Mensch. Nimm mich als Schutzschild, Mutter. Komm schon. Deine Gnade. Hier muss es ganz hoch. Komm her. Schön reingesprungen, mein Guter. Schön reingesprungen. Störe das Pult mittels Katapult. Ich muss das Tor niederreißen. Pult. Störe das Tor mittels. Komm. Ich bin gerade mal das Tor. Da.
Bin weiter drin. Das muss reichen. Dann mal los. Gedüss. Geschafft. Mensch, ein Erfolg. Ich glaube, die anderen haben nicht so viele Probleme wie wir. Hopp. Versuche es den schnellsten Weg dahin zu finden. Dass hier nicht so lange über den heißen Brei latschen. So viel dazu. Und durch geht's. Pferd. Bevor ich dich je halten konnte, hatte ich dich fast verloren. Aber du hast gekämpft, wolltest leben, atmen, die winzigen Fäuste ballen und das Krankenhaus zusammenbrüllen. Der schönste Lärm meines Lebens. Als ich in dieser Winternacht heimkam, briet ich mir ein Steak. Ich trank eine halbe Flasche Whisky, wollte Schneeschuhe aus Tennisschlägern basteln und schlief neben der Katze ein. Ich war so glücklich. Ich glaube, diese Geschichte habe ich ein Dutzend Mal gehört und könnte sie immer wieder hören. Ich wünschte, es wäre so geblieben, dass wir mehr Zeit gehabt hätten.